Heute gibt es die beste Lernstrategie für die Oberstufe und das Abitur, und zwar die AA-Methode, und zwar in einer Neuauflage. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abitur-Coach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und heute ist eins der wichtigsten Videos, die du wahrscheinlich seit langer Zeit von mir gesehen hast. Einige von euch kennen vielleicht schon die AA-Methode. Das ist sozusagen die kompletteste Lernstrategie, die ich einfach dafür entwickelt habe, dass ihr anfangt richtig zu lernen. Dass ihr eben nicht, weil es gibt super viele Lerntricks, Lernhacks und so weiter, die in sich selbst auch Sinn ergeben, aber einfach nicht für jedes Fach Sinn ergeben. Und was ich machen wollte, ist, ich wollte aus dieser ganzen, aus diesem ganzen Kosmos von, okay, wie lerne ich richtig und so weiter, einfach die ganze Komplexität rausnehmen, ein so simpel wie möglich, auch nicht simpler als nötig, aber so simpel wie möglich eben, einfach eine Strategie entwickeln, wo du ganz klar gucken kannst, okay, welches Fach lerne ich, welche Schritte muss ich machen, um das Ganze einfach möglichst effektiv zu lernen. Und genau diese Methode werde ich euch jetzt nochmal vorstellen. Und zwar vor allem auch so zusammengefasst, so komprimiert und so klar erklärt, dass du es wirklich zu 100% verstanden hast. Weil ich weiß, dass viele die AA-Methode schon kennen, aber ich merke immer wieder, ich habe es auch bei den Bootcamps oder immer wieder, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, merke ich, die Leute haben das Video zwar gesehen, aber haben nicht wirklich verstanden, was sie konkret tun müssen. Deswegen hier nochmal dieses Video unbedingt ganz anschauen. Du wirst bestimmt 4 bis 5 Mal wahrscheinlich so sicher lernen können. Deswegen fangen wir an. Die AA-Methode besteht aus 4 Schritten. Erstens Abruf der Informationen, zweitens wiederholende Informationen, drittens komprimierende Informationen, viertens Audio. Das sind die 4 Schritte. Der erste Schritt, Abruf der Informationen. Das bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass zum Beispiel, bevor du anfängst zu lernen, dass du dir alles aufschreibst, was du zu diesem Thema weißt. Das heißt, auch bevor du irgendwas durchliest, ja, je weniger im Prinzip, fast je weniger du weißt, desto besser. Klingt erstmal total sinnlos, weil man denkt, wenn ich doch noch gar nichts weiß, wie soll ich denn irgendwas hinschreiben auf mein Blatt Papier? Oder also was soll ich schreiben, was ich weiß, wenn ich nichts weiß? Das Ding ist, in der Schule oder bevor du anfängst für eine Klausur zum Beispiel zu lernen, weißt du ja eigentlich immer irgendwas, entweder aus deinem Allgemeinwissen oder vor allem natürlich dadurch, weil du ja hoffentlich in den Stunden davor da warst. Das heißt, ein paar Dinge weißt du schon, und wenn du quasi versuchst, alles aufzuschreiben, dann wirst du dir erstmal klar, wie weit du in diesem Thema schon bist. Aber zweitens, viel, viel wichtiger, wurde es in Studien nachgewiesen, dass, was man sich eigentlich gar nicht denkt, dass wenn du Informationen abrufst oder eben versuchst, Dinge aufzuschreiben, quasi auf dein Gehirn, auf Dinge zuzugreifen, die da vielleicht noch gar nicht drin sind, dass du dir das dadurch wesentlich besser merkst. Du kannst dir im Prinzip das fast so vorstellen, als wird dein Gehirn hungrig auf diese Information. Und wenn du sie dann im Anschluss durchliest, dann bleiben sie wesentlich besser drin. Wenn dich die Studie interessiert, schau hier einfach mein Video, das ich schon mal zur AA-Methode gemacht habe. Da habe ich die Studie genauer erklärt. Für euch zum Umsetzen ist nur wichtig, dass ihr wisst, dass es so ist. Übrigens da zum ersten Schritt auch an der Stelle noch eine kleine Anmerkung. Es wurde auch gezeigt, dass der Effekt davon, das ist jetzt richtig tricky hier, der Effekt des Abrufen der Information, man subjektiv denkt, dass er nicht so krass ist, obwohl er wesentlich krasser ist. Ja, das bedeutet, ihr macht diesen Schritt, denkt euch, das bringt eigentlich gar nicht so viel, aber es bringt sau viel. Ja, das macht es auch aus Motivationssicht schwierig, diesen Schritt durchzuführen, aber es ist so wichtig, dass du diesen Schritt machst. Dann der zweite Schritt, wiederholen. Wiederholen ist im Prinzip dieser klassische Schritt, den sowieso schon jeder macht. Dann gibt es immer so Lernexperten, keine Ahnung was, die auf einmal sagen, wiederholen, wenn man Sachen nur wiederholt, dann bringt das gar nichts. Das stimmt gewissermaßen. Wenn du Dinge nur wiederholst, ohne die anderen Schritte, die ich jetzt beschrieben habe, dann ist es relativ ineffizient. Das liegt einfach ganz einfach daran, dass unser Gedächtnis Dinge dann umso besser abspeichert, je tiefer wir es verarbeitet haben. Nennt sich auch Theorie der Verarbeitungstiefen. Das bedeutet, wenn du dir einfach nur was, ja, wenn du übrigens halt irgendwas drüber liest, ja, dann muss dein Gehirn dann nicht viel machen, außer einfach die Buchstaben lesen. Ja, es muss nicht wirklich mitdenken, muss nichts irgendwas machen. Das heißt, das war eine sehr oberflächliche Verarbeitung, wodurch es dann auch nicht so langfristig und nicht so sicher gespeichert ist. Aber natürlich solltest du nur deswegen nicht auf das Wiederholen verzichten, weil du brauchst das Wiederholen, um den Stoff immer wieder aufzufrischen, und kannst dann zum Beispiel durch den ersten und dritten Schritt, den wir in der A-Methode besprechen, eben die Verarbeitungstiefe richtig tief machen. Zum Beispiel das Abrufen der Information ist
nicht die tiefste Sache, die du machen kannst, aber wirklich eine der tiefsten Sachen, weil du wirklich gezielt wirst, okay, was war da drin, was war da drin. Da kannst du einfach drüber lesen, ah ja, das war da, sondern du musst dich richtig aktiv anstrengen. Aber nichtsdestotrotz, trotzdem immer wieder den Stoff wiederholen. Deswegen erst versuchen zu sagen oder aufzuschreiben, was ich überhaupt kann und dann eben durchzulesen, was gibt es denn wirklich, was ich alles können könnte. Dann hast du zum Beispiel, keine Ahnung, du hast dein Buch, du hast deinen Hefteintrag, du hast ein paar Übungsblätter noch. Das sind quasi deine Materialien, die du hast, die du lernen möchtest. Ganz wichtig ist, dass du dann im dritten Schritt, wenn du quasi aufgeschrieben hast, was, ohne bevor du irgendwas reingeschaut hast, aufgeschrieben hast, was alles, was du noch alles weißt, dann dir alles nochmal durchgelesen hast, dann ist im dritten Schritt Komprimieren extrem wichtig. Das heißt, du machst dir einfach eine eigene und Idealfall möglichst visuelle Zusammenfassung davon. Wie du das machst, findest du hier rechts oben im Video, wie du richtig gute Zusammenfassungen machst. Das werde ich hier jetzt nicht nochmal extra erklären. Einfach das Video danach anschauen, dann weißt du da auch bestens Bescheid. Und der vierte Schritt ist dann Audio. Audio bedeutet nichts anderes, als dass du ganz einfach sagst, okay, ich habe meine eigene Zusammenfassung jetzt zusammengeschrieben. Jetzt nehme ich zum Beispiel hier mein Handy, lade mir eine App runter, wo ich irgendwie Audio, einfach halt Audioaufnahmen machen kann und spreche einfach mir selbst nochmal ein, was ich da aufgeschrieben habe. Das heißt, du erklärst es dir selbst, dadurch erzählst du dir selbst nochmal eine Art der Abruf von Informationen, wodurch du es noch besser abspeicherst und du kannst nachher diese Audio dir einfach beim Fahrradfahren, beim Aufräumen, beim Abwaschen, beim Essen, was auch immer, ununterbrochen anhören und bleibst so noch mehr im Stoff drin. Das sind im Prinzip die vier Schritte. Kannten jetzt die meisten von euch schon. Jetzt wird es aber wichtig, warum dieses Video auch so entscheidend ist. Ich habe euch jetzt noch speziell vorbereitet, wie ihr die AA-Methode auf jedes einzelne Fach anwenden könnt. Ja, das ist jetzt gerade zum Beispiel hier gerade, hier entwickle ich gerade das neue 1-Abitur-Coaching für euch. Ja, das ist quasi ein exklusiver Einblick da rein. Und eine der Sachen, das wollte ich, aber es ist so wichtig, deswegen wollte ich es unbedingt mit euch teilen. Und zwar teilen wir, damit du die AA-Methode richtig anwenden kannst, teilen wir alle Fächer, die es gibt, in drei Kategorien auf. Ja? Es gibt Anwendungsfächer, es gibt Verstehensfächer und es gibt Wissensfächer. Zu den Anwendungsfächern gehören quasi alle mathematisch-rational-logischen Fächer. Ja? Das ist zum Beispiel vor allem Mathe, das ist vor allem Informatik und das ist vor allem Physik. Chemie so zur Hälfte. Ja? Chemie gehört dann zur anderen Hälfte, zu den Verstehensfächern. Verstehensfächer sind zum Beispiel Biologie, Wirtschaft, eben zum Teil Chemie, Geografie, Recht, Psychologie, Pädagogik, Ernährungslehre, wenn du Sportanditum in Bayern hast, dann das auch auf jeden Fall und gewissermaßen auch Musik. Musik hat aber auch schon wieder den Hang zu den Wissensfächern, das heißt Wissensfächer sind Geschichte, Sozialkunde, Sporttheorie, Religion, Ethik, Philosophie und Kunst. Das bedeutet vor allem die Fächer, wo du einfach nur etwas wissen musst und nicht so viel dahinter verstehen kannst. Jetzt guckst du dir eben an, okay, welches Fach möchte ich lernen? Übrigens, Deutsch und die Sprachen sind davon ausgenommen. Da kann ich nochmal ein extra Video dazu machen. Ansonsten kannst du auch gerne mein Video dazu machen, wie du in Sprachen richtig gut wirst. Das kannst du dir rechts oben anschauen. Und wir packen mal noch, wie du 15 Punkte in Deutsch schreibst. Das packen wir auch hier oben hin. Kannst du dir auch anschauen. Für alle anderen Fächer, für den Großteil der Fächer, jetzt eben die AA-Methode. Wenn du dich in einem Anwendungsfach befindest, ja, dann machst du die folgenden Sachen. Erstens, für den Abruf der Informationen, bevor du irgendwas lernst oder wiederholst, versuchst du erstmal Aufgaben zu lösen. Ja, es ist ein Anwendungsfach, deswegen machst du Aufgaben. Das bedeutet, du versuchst einfach mal Aufgaben zu lösen. Wenn die nicht funktionieren, ist vollkommen easy, vollkommen okay, dass es nicht funktioniert. Du sollst dir eben gerade dein Gehirn hungrig darauf machen, zu verstehen, wie diese Aufgaben funktionieren, wo du dann auch mehr Motivation hast, jetzt im nächsten Schritt, dann bei zweitens beim Wiederholen, einfach die Schritte nachzuvollziehen. Versuch bitte in Mathe oder sonst was nichts auswendig zu lernen, sondern versuch, die Schritte, die dir vielleicht beschrieben sind in deinem Hefteintrag und im Buch, einfach nur nachzuvollziehen, zu verstehen, warum ist das so. Der dritte Schritt, komprimieren. Bei der Zusammenfassung, bitte fokussiere dich da in Mathe, Informatik, auch Physik teilweise, einfach nur darauf, dass du wirklich, wirklich eine knappe Aufstellung machst. Ja, das heißt, du sagst, okay, das ist das eine Verfahren, das ist das andere Verfahren, das ist das Verfahren, das ist das Verfahren. Bei dem Verfahren, unter den Grundvoraussetzungen muss ich diesen Schritt gehen, unter den Grundvoraussetzungen muss ich diese Schritte gehen, mehr nicht. Okay, so knapp wie möglich. Und dann viertens, bei der Audio sprichst du eben genau diese Aufstellung ein, erklärst dir selbst nochmal, warum man unter welchen Voraussetzungen, bei welchem Verfahren, welche Schritte geht. Dann, bei den Verstehensfächern. Wenn du dich in einem Bestehensfach befindest, zum Beispiel Biologie, Wirtschaft, Geografie, Recht, Psychologie, Pädagogik, Ernährungslehre, Sportanalytik oder Musik, dann machst du beim ersten Schritt der A-Methode, beim Abruf der Informationen,
skizzierst du es dir bitte auf. Ja? Versuch auch da nicht nur aufzuschreiben, sondern versuch wirklich, vor allem, weil du das, in den Fächern musst du gerade den Stoff eben verstehen, versuch gerade in diesen Fächern wirklich die Zusammenhänge durch Punkte, Striche und so weiter klar zu machen. Weil nur wenn du die quasi den Stoff aufskizzieren kannst, zeugst davon, dass du es auch wirklich verstanden hast. Dann, wenn du es wiederholst, nicht einfach nur durchlesen, weil den Fehler machen so viele, da einfach nur wieder durchzulesen, versuch es wirklich zu verstehen. Durchdenk das wirklich. Warum ist die Chemie die und die Reaktion so und so und so und so? Warum ist in Wirtschaft die Politik so und so? Warum wurde das Gesetz gemacht? Bla 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 bla. Wirklich durchdenken, ja, nicht nur durchlesen, durchdenken. Dritter Schritt, wenn du es dann komprimierst, versuch dir eine eigene Zusammenfassung zu machen von dem ganzen Verlauf. Wie hängen die Dinge zusammen? Nicht nur Dinge aufschreiben, sondern wirklich, wie hängen die Dinge zusammen, damit du es eben möglichst gut verstehst. Und dann beim vierten, wenn du die Audioaufnahme machst, versuch es einfach dir selbst zu erklären. Weil wenn du es erklärst, ja, dann musst du es erstmal verstanden haben, um es dir selbst erklären zu können. Und du bekommst dann natürlich vor allem, wenn du es dir nebenbei anhörst, immer wieder auch die Zusammenhänge davon. Was natürlich super förderlich ist für das Verständnis und schlussendlich dann auch für deine Noten in der Prüfung. Wenn du dich in einem Wissensfach befindest, Geschichte, Sozialkunde, Sporttheorie, Religion, Ethik, Philosophie oder Kunst, dann ist der erste Schritt, bitte beim Abruf der Information, dass du da die Dinge aufschreibst. Ja, beim Wissensfach wird alles wesentlich simpler. Du kannst da nicht groß was verstehen, das meiste ist da einfach auswendig lernen. Das heißt, schreib es dir einfach nur auf, das reicht. Wenn du dir die Sachen wiederholst, versuch es dir einzuprägen. Also auch da nicht nur durchlesen, sondern versuch zum Beispiel, gerade wenn du Auflistungen hast, ja, wenn zum Beispiel das heißt, der Künstler hat das Gemälde gemacht, das Gemälde, das Gemälde, das Gemälde, das Gemälde, dann gibt es nicht wirklich was zu verstehen, sondern du musst dir einfach merken. Aber versuch es dir nicht nur durchzulesen, sondern versuch es dir wirklich aktiv einzuprägen. Da ist beispielsweise eine geile Möglichkeit, die du als Lernhack verwenden kannst, ist, dass du da quasi Stories verbindest. Ja, zum Beispiel versuchst die vier Namen klingt vielleicht, das eine klingt wie Flasche, das andere wie Apfel, das andere wie Banane, keine Ahnung. Und dann machst du quasi aus Flasche, Apfel und Banane eine Story und so kannst du dir wesentlich einfacher merken. Kann ich aber gerne auch mal nochmal ein Video dazu machen, wenn ihr das haben wollt. Dann, wenn ihr euch im Wissensfach eben befindet, das Komprimieren, versuch da einfach nur alles anzureihen. Ja, da kannst du eben keine größere Struktur reinbringen, keine größeren Zusammenhänge erklären, sondern versuch dir einfach möglichst knapp, ähnlich wie in Mathe, einfach nur aufzuschreiben. Und versuch vor allem auch nur die wichtigen Dinge aufzuschreiben, vielleicht kleinere Details rauszulassen, weil das wird einfach super anstrengend, dir die alle auch noch zu merken. Und dann, wenn du die Audio aufnimmst, dann sprichst du die einfach auf. Ja, das heißt, du sagst einfach, okay, das Gemälde hat er gemacht, das Gemälde, das Gemälde. Da aber ganz wichtig bei der Audio, und das gilt für alle Fächer, egal aus welcher Kategorie, dass du die mit möglichst vielen Emotionen auflädst. Ja, also zum Beispiel im Wissensfach kannst du eben diese Story selbst nochmal erzählen mit Flasche, Apfel, Banane und was auch immer da dann schlussendlich rauskommt. Und grundsätzlich ist wichtig, dass du bei den Audios das richtig emotional gestaltest, dich richtig selbst entertainst, weil je größer die Emotionalität ist von dem, was wir hören, desto leichter merkt es sich unser Kopf auch. Und das ist, damit seid ihr wirklich voll equipped, dass ihr für all diese Fächer, abgesehen von Deutsch und den Sprachen, einfach perfekt wisst, was ihr tun müsst. In diesem Sinne, denkt dran, ich glaube an dich, wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.